Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Es geht weiter mit dem nächsten geschlossenen Portal zum schaurigen Trail. Hier mit Pö wieder. Und ich musste feststellen, mir gehen langsam die Splitter aus. Ich hoffe, es reicht für alle Portale. Weil ansonsten, bin ich ein bisschen gearscht. Aber gut, vielleicht kriege ich das dann auch irgendwie hin. Schauen wir mal. Jetzt ist erstmal der schaurige Trail dran. Das Portal. Schauriger Ritt? Nein, das Portal zum schaurigen Trail. Hinter diesem Tor verbirgt sich ein schauriger Pfad. Ist die Reparatur deine Wahl, so wisse, dass große Belohnung naht. Okay. Das Portal zum schaurigen Trail. Gut. Ein neuer Weg ist offenbar. Der schaurige Trail liegt voraus. Werde dir seiner Geheimnisse gewahr. Ist die Gefahr allein zu groß, rüste dich mit Freunden aus. Das ist schön. Jeder Ritt ist eine andere Reise. Jeder Ritt fordert dich auf seine Weise. Wenn du Glück hast, findest du mich. Ich sammle und handle. Doch ich verschenke nicht. Gehst du heute wieder dorthin? Alles gut. Auch Nein ist drin. Reitest du vom Start bis zum Ende? Leg ich ein Geschenk in deine Hände. Schön! Ich werde auch hier dieses Mal nichts auslassen. Weil ich weiß, dass es sehr viele Schleichwehre hier gibt. Seit Halloween 2000 habe ich vergessen. 19 oder so. Oder wo das erste Mal kam. Weiß ich, es gibt viele Oh. Hallo! Da war wieder Garnock am Werk. Na gut, das ist ja auch eigentlich, wenn man es genau nimmt, wurde es uns damals beschrieben als Träume des Galoppierers. Also das passiert ja nicht wirklich, wir sind gerade im Traum des Galoppierers. Was ich auch noch nicht angenommen habe, wo ich aber auch gar nicht weiß, ob es das diese Woche schon gibt. Ob der Galoppierer uns schon verfolgt. No, ich will dahin, ich muss das haben. Nein, gib mir das, gib mir das. Ach nee. Oh, das ist doch jetzt ein Scherz. Ach, das ist doch jetzt ein Scherz. Ich komme nicht an die Feder ran. Ach, das ist doch jetzt ein Scherz. Hinten kam ich, glaube ich, nicht drin. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts passiert. Nein. Schlecht wäre jetzt natürlich, wenn das mit dem Galoppreiter-Jagdrennen jetzt doch funktioniert und der kommt jetzt mitten auf dem Trail. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Das wäre nämlich nicht so geil. Da kann ich nämlich mir meine ganze Suche echt schenken. Hier ist ein Seelensplitter, den sammle ich gleich ein. Seelensplitter süchtig und so. Will ich mich da hinsetzen? Oh ne, ich glaube nicht. Eine Eule. Ich kotze. Upsala. So,
Also ich weiß jetzt gar nicht, hier irgendwo kamen auch, beziehungsweise konnten auch Steine runtergerollt kommen. Ein Wurfzilber. Oh nee, eine Mieze. Miezetatze. Eine Miezetatze. Darf ich die streicheln oder zerkratzt die mir jetzt das Gesicht? Nein, ich kann sie streicheln. Wie süß. Aber sie folgt mir nicht. Das ist schön. Also, schön finde ich es nicht. Ich finde es traurig. Aber, ja. Oh, 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 oh. Ja, davon habe ich gesprochen. Seht ihr? Gefährlicher Trail. Ganz gefährlich. So, bis hierher sehe ich nichts mehr. Kann ich den anlabern? Nein. Ach, wie traurig. Da heul ich jetzt. So, reiten wir noch mal ein kleines Stück zurück, gucken, ob wir hier irgendwas gesehen haben. Was das jetzt? Ich muss auch mal weiter. Ich habe nämlich nicht mehr viel Zeit. Okay. Also hier ist nichts weiter. Was sind da eigentlich für Fläschchen, die ich da immer einsammle? Und warum ist die Mähne hier so verbuggt? Das sieht sehr gefährlich aus. So. Ups. Ach so, ja, die Pilze, die platzen ja. Hab ich ganz vergessen. So, ups, da unten komme ich nicht hin. Alles klar. Dann irgendwo Höhe sein. Da würde ich sagen, reiten wir auch gleich mal hin. Gucken, was ich davon einlösen kann oder auch nicht. Och, der arme Hund. Beschwörung des Raben. Oh, da fehlt mir noch aber viel. Beschwörung des Raben. Stimmt, den von letzten Jahr habe ich ja auch noch nicht. Oh Scheiße, oh traurig. Habe ich den wirklich nicht? Ja, das ist... Mir fehlen jedes Mal noch so viele Sachen. Ich finde das voll scheiße. Oh, oh, oh. Seelensplitter? Seelensplitter geht immer. Immer hier mit den Splittern. Das Pferd muss weg. Puff. War übrigens ein Einhorn, falls sich jemand fragt. Hey, warum macht das Ding jetzt nicht Höhe? Hallo? Hallo? Was? Das Ding reagiert nicht auf mich.
Normalerweise werden die Kürbisse wach und gucken einen ständig beim Rumlaufen zu. Hier ist noch so ein trauriger Hund. So. Ja, das war zu erwarten, dass ich das nicht schaffe. Ich muss mal. Das hier ist ein Plumpsklo, nicht? Ja. Okay, haben wir hier hinten noch was? Ich glaube zwar nicht, aber man kann ja mal gucken. Nö, da ist nichts. Gut. Wen haben wir denn dieses Mal? Eine Schlange. Oh ne, von der Schlange will ich keine Bilder machen. Dann können wir auch durchreiten. Achso, falls sich jemand fragt, wie das aussieht, ne? Wenn die dann hinterher kommen. Achso, alle Schlangen, die dann so von der Seite kommen, die reden dann nicht. Dann auch übrigens stehen. Spätestens da. Da könnt ihr dann auch zur Schlange hin und könnt Bilder machen und sowas. Ups, ja gut. Zu nah darfst du da jetzt auch nicht ran. Weil ansonsten dürft ihr den Spaß dann vor vorne machen. Ich find's jetzt nicht so schlimm. Weil sie kommt dann eh nicht mehr hinterher. Aber ich verstehe mal keinen Ton. Aber das macht ja gar nichts. Schubt das Bier, was? Wer schubst das Bier? Achso, und hier ist auch noch mal Pö zum Eintauschen. Hier, ne? Da. Ach so? Das ist neu. Dass der jetzt nur noch Knochen nimmt. Okay. Okay. Na gut. Sei so. So, und ansonsten haben wir jetzt schon mal den größten Teil des Trails durch. Es sind jetzt wirklich nur wenige Sachen, die da jetzt noch übrig sind. Wir haben jetzt noch hier hinten die Brücke, über die reite ich jetzt noch mal schnell drüber, weil ich gucken möchte, ob da noch Inhalte sind zum Ein- und Aufsammeln. Dass die Kanonen hier jetzt Rauch ausgeben, das ist auch neu. Aber da hinten geht es eh nicht weiter. Jetzt gucke ich nochmal hier unten. Aber da dürfte dann eigentlich auch nichts weiter sein. Wenn jetzt hier nicht gerade zufällig ein Seelensplitter liegt, ist hier auch nichts mehr. Nö. Gut. Gehen wir wieder hoch, gucken uns nochmal am Ende ein bisschen um und dann beenden wir den Trail. Hat ja auch lang genug gedauert. Aber so konnte ich euch wenigstens mal so ansatzweise zeigen, was so die Hauptpunkte sind, auf die man achten muss, wenn man sammelt und eintauscht und wie auch immer. Ist auch nichts weiter.
dann das Ende? Jetzt gucke ich hier nochmal. Nö. Na gut, dann was das? Mehr sehe ich nicht. Oh, da hinten ist noch was. Hallo? Wieso kann ich das nicht aufsammeln? Ah, jetzt. Gut. Na dann. Gucke ich hier unten nochmal, aber ich glaube, hier dürfte dann jetzt auch nichts mehr sein. Okay. Achso. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Also das hier. Ach, jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Das hier finde ich ja noch mit das Gruseligste am ganzen Trail. Herr Campbell. Boah, ne. Der Vogel. Der hat so viel Ärger gemacht. Naja, gut. So, Ende all Ende. In Sicherheit geflohen. So wirklich geflohen bin ich zwar nicht, aber das macht ja eigentlich überhaupt nichts. Ne? So, Höhl. Dasha, du bist wieder da und bekommst deine Belohnung. Na klar. Komm morgen zurück, wenn du magst. Ich warte auf dich, falls du es wagst. Gra! Ich finde das immer toll. Okay. Gut. Trailrid beendet. Sehr schön. Freut mich. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange meine Seelensplitter jetzt überhaupt noch reichen, ob ich überhaupt alle Portale aufbekomme oder nicht. Falls nicht, muss ich nämlich zusehen, dass ich irgendwo anders her Seelensplitter bekomme. So wie es aussah, kriegt man nämlich noch anderweitig Seelensplitter durch die ganzen jetzt aktuell geöffneten Portale. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Gut, ihr Lieben. Aber bis hierher bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.